Das glaube ich nicht. Also rein forschungsmäßig finde ich, dass die Skandinavier. Ja, Budapest ist immer eine Reise wert. Und seit vielen, vielen Jahren komme ich hier unten in einer Zusammenarbeit mit Frau Rehag und mit Peter Borble. So, wir haben über Jahre sehr viele Kurse zusammen da gemacht und Peter Borble ist ja auch da mehrere Jahre bei mir als Mitarbeiter an der Uniklinik in Hamburg. Ja, also wie ich auch heute gesagt habe, das scheint to be a never ending story. Also die Fronten ist gegeneinander da, vor und gegen. Und es scheint wohl, dass er nie zur Ruhe kommt oder so. Und das ist auch noch natürlich, weil es ist ja eine große Variation in die Patienten, die wir da sehen. Aber auf der anderen Seite ist es schwer, wenn man fängt an, direkte Krieg miteinander zu führen. Also man muss versucht, auf Niveau Akademik und auch so eine Diskussion zu führen und versucht, die Argumente auch zu belegen mit Ergebnissen und Langzeituntersuchungen und vergleichende Untersuchungen mit anderen ethnischen Gruppen. So. Ja, ich bin ja in Norwegen, in Oslo, in Zahnmedizin und auch so die Spezialität. So. Und dann habe ich auch so eine Ausbildung hinter mir in Amerika mit Professor Graeber und Professor Rosenstein und Professor Jarabak. Und das ist ja klar, wenn man da nach Hause kam und musste eine neue Abteilung in Bergen übernehmen, war man froh, dass man eine gewisse Breite in der Ausbildung hinter sich hatte. Und von Anfangs an sind wir der Meinung gewesen, dass man soll jeden Fall sorgfältig diagnostizieren und man soll versuchen, eine Konklusion zu kommen. Und dann, wenn diese Konklusion sagt Non-Ex, geht man Non-Ex-Weg. Und wenn es sagt X, dann geht man X-Weg, ohne irgendwo nur die Luft zu schießen. Das glaube ich nicht. Also rein forschungsmäßig finde ich, dass die Skandinavier da irgendwo auch die Ansätze richtig haben. Sie sagen, die suchen Basis für eine Konklusion. Ob das um Extraktion geht oder Nichtbehandlung und Behandlung und was es nun sein könnte, so ist das als Ausgangspunkt für ein Fach richtig. Man sucht Basis für Argumente.